Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield, meine Freunde. Eben habe ich überlegen müssen, ja. Ich hatte Baldur's Gate, ich hatte Dune Spice Wars in der letzten Zeit, ich hatte so viel. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei meiner Aufzeichnung. Aktuell läuft diese ganze im Stream und für YouTube nehme ich diese parallel auf. Das heißt, ich habe dann zwischendrin einen Cut, beziehungsweise ich nehme das am Stück auf und werde dann die Folge zwischendrin eben für YouTube schneiden. So, wo waren wir denn? Ich muss mal kurz wieder ins Spiel finden. Wir sind nicht überladen. Jetzt muss ich mal schauen, was haben wir denn? Haben wir einen Skillpunkt haben wir übrig. Wir haben die Pistolette haben wir noch. Wir haben, war das, was wir uns überlegt haben, was wir machen wollen? Fitness, Schleichen, Fitness. Mehr Sauerstoff zur Verfügung. Gewicht heben, Wohlbefinden. Die kann ich noch nicht machen. Was haben wir denn hier? Handeln haben wir. Irgendes Handeln könnte ich ab. Handeln könnte ich upgraden, ja. Das wäre schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Das haben wir nicht. Überzeugen haben wir noch gar nichts. Okay. Also da bin ich wirklich echt schlecht. Kampf haben wir die Pistole. Da haben wir praktisch den Rang 2 verfügbar. Verursachen mehr Schaden. Was hatte ich denn letztes Mal gemacht? War das irgendwas mit dem Scanner oder mit der Forschung? Stelle, okay, das haben wir schon gemacht. Stelle einzigartig, also da müssen wir produzieren. Die Analyse, da haben wir, schaltet den Rang frei, fügt dem Handscanner eine weitere Zoomstufe hinzu, erhöht die Scan-Distanz auf 30 Meter und Technology haben wir praktisch Booster-Pack. Wird weniger Treibstoff verbraucht. Okay, oder ich mache ein neues System dazu, ja. Neuen Medizin, Geologie, Medizin, was haben wir hier? Medipacks, Trauma-Packs und Notfallkits regenerieren. Achso, das ist Rang 1. Nur durch Fortschritt in dieser Medizinausbildung, Technologie kann Menschheit den Gefahren. Okay. Jetzt muss ich aber mal gucken, was haben wir denn in Forschung? Lass uns kurz in Forschung gehen. Da vorne ist irgendwo unser Forschungstisch. Lass mich gucken, wo ist er denn? Da ist er. Gut, dann schauen wir mal rein. Denn wir hatten hier irgendwelche Sachen, die wir nicht machen konnten, geblockt, weil wir brauchen Chemie Rang 1. Was haben wir hier noch? Da haben wir Gastro Rang 1 für das Essen. Wir haben Dekoration, da brauchen wir, haben wir da Material zusammen? Struktur haben wir auch, sehr schön. Dekorativ haben wir gar nichts, okay. Was brauchen wir da? Material verfügbar. Botanik und Außenpostentechnik. Blockiert Helmmods, Anzugsdesign und Pistoletta brauchen wir Waffentechnik Rang 1. Also wir haben so ein paar Sachen, die wir unbedingt brauchen. Chemie. Jetzt lasse ich mich kurz mal durchklettern. Gastro haben wir hier. Außenpostentechnik. Ich würde mich spontan für Außenpostentechnologie 1 entscheiden. Warum? Für mich persönlich bin ich der Meinung, dass wir ein bisschen was an der Station machen sollten, damit wir da ein paar Sachen parallel herstellen können. Falsch wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den hier machen. Ich wollte hier rein. Jetzt ist die Frage, wo finden wir Außenpostentechnologie 1? Wahrscheinlich in der Technologie und dann unter... Nee, da ist nichts. Ballistisch, Boost, Fliegen, Sicherheit, Zielsteuerung, Forschung, haben wir Analyse, Medizin, Geologie und Astrodynamik. Geologie, was bringt das? Neu entdeckte Mineralien, die auf Exoplaneten und Exomonden abgebaut werden, haben direkt unglaublich Technologiefortschritte geführt. Entsperrte, gewinnst mehr häufige und seltene anorganische Ressourcen. Das ist natürlich gut. Die Frage ist, da ist Botanik, haben wir hier. Das Anzugdesign kann ich natürlich nicht auswählen, weil ich muss hier oben erstmal fertig sein. Ja? Fängt ja schon mal gut an. Botanik, okay, Scannen, Anzugdesign, Medizin, Geologie, Astrodynamik. Ich hätte vielleicht sogar gern Laser. Soziales haben wir hier, Gastro, Plündern und Dieb. Und was haben wir hier? Boxen. Okay. Täuschung, Diplomatie. Wo habe ich dann diesen... Sprengstoff, Nahkampf. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, unter Technologie, gucken wir nochmal durch. Astrodynamik, entsperrt höhere Kraftsprungreichweite,
Geologie, Medizin, Forschung, Analyse, Zoologie, Waffentechnik, Anzug, das ist Anzugdesign, haben wir. Botanik haben wir hier. Ah, hier ist Außenpostentechnik. Okay. Da waren sie wieder meine drei Probleme. Ist eine gute Frage. Was nehme ich denn jetzt? Ja, Medizin, Medipacks, Traumapacks und Notfallskits reparieren zusätzlich. Wir nehmen das hier, dann kann ich nämlich Medizinpacks herstellen. Kann ich das herstellen? Ich erzähle gerade irgendwie einen Quatsch, denn ich muss mal kurz gucken. Was brauche ich hier? Weil da war irgendein Punkt mit Pharmalogie und der sagt, da brauche ich Chemie 1, aber was war das hier? Ich habe doch irgendwas gehabt, wo ich. Das war Gastro, waren das jetzt? Bin ich jetzt Jeck? Also, das kann ich alles nicht herstellen. Die guten Sachen kann ich nicht herstellen, ja? Das ist natürlich wieder. War ja klar. Die guten Sachen kann ich nicht herstellen. Anzugsdesign kann ich alles nicht machen. Waffentechnik. Bin ich jetzt. Achso, ich wollte. Stimmt. Das war der Spaß, denn ich wollte eigentlich skillen. Nochmal kurz in den Skill-Tree rein. Warte mal, ganz kurz, was war das? Forschung. Einzigartige Nahrung, Getränke, Medikamente. Um das zu skillen, benötige ich 10 Medikamente. Kann ich Medikamente schon herstellen? Ich glaube, ich drehe mich gerade im Kreis. Kann das sein? Egal, was ich mache, es ist alles nicht wirklich die Frage. Ich mache ich Scan, mache ich Pistole oder mache ich Laserkampf? Persönliche Laserwaffen sind in den Perditen. Ja, genau. Entsperrt Laserwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Da ich aktuell mit Laser unterwegs bin, würde ich. Ja, das ist echt schwer jetzt. WTF, meine Freunde. WTF. Komm. Ist egal. Ich nehme das jetzt. Töte 20 Gegner mit Laserwaffen. Hätte ich schon lange geschafft. Also, so schnell kann man gar nicht skillen, wie man das braucht. Gut, wo sind wir denn auf der Karte? Was haben wir denn als nächste Quest? Wir haben ins Unbekannte haben wir aktuell noch, sprich mit Vladi. Okay, Rückkehr nach Vectra. Das Leere, sprich mit Sam Co. Und die haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Die sind erledigt. Fraktion, Beweislast, Suche nach Beweisen, begib dich nach Sidonia. Da haben wir praktisch unsere zusätzliche Medizin. Bewirb dich auf einen Job bei dem Automaten. Das wäre vielleicht so eine Kleinigkeit. Sonstiges, Feuerprobe gibt es ins Altarsystem, Mantis. Über die geheime Außenposten. Na komm, weißt du was? Ich würde sagen, wir probieren das hier einfach. Kurs festlegen. Aktive Ziel. Dann haben wir das auch gemacht. Missionen haben wir keine. Aktivitäten haben wir, sprich mit. Heute haben wir aber einiges, ne? So, also wir haben jetzt mal die Mantis drin im System, beziehungsweise eingeloggt. Ah, einen Punkt hatte ich noch. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich nicht mehr so oft ins Menü gehe, aber wir hatten letztes Mal diese entfernten Organe, wo richtig viel Kohle gibt. Und ich habe das leichte Gefühl, die haben sie uns weggenommen. DE. Ja, die haben sie uns weggenommen. Oh, die war so gut. Das waren über 13.000 Credits für diese entfernten Organe. Die waren richtig gut. Aber habe ich das irgendjemand gegeben? Weil die waren richtig gut, die entfernten Organe. Ja, das war 13.000. Die haben uns alles weggenommen. Das war das Einzige, was ich gesagt hätte, was ich verstehen kann, dass sie, dass es illegal wäre, wo sie uns gescannt haben beim letzten Mal. Boah, die ganzen 13.000 hätte es gebracht. Ja, wir haben 52.000, das ist schon richtig, aber hey, 13.000. So, was, wir könnten mal gucken, ob ich vielleicht das bei ihr reingesteckt habe. Bin ich eigentlich im Weltall oder wo stehe ich gerade? Jetzt haben wir Map, Karte. Wo bin ich denn eigentlich? Landeplatz. Erkundet. Bin ich jetzt gerade beim. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Bin ich jetzt. Ich glaube, ich bin gerade im Weltall. Gut. Ja, das ist, wenn man einen kleinen Break zwischendrin gemacht hat. Dann zeig Du mal sollst sie nicht her. wegdrehen.
Alles, was hast du denn hier alles? Nee, E hat sie nicht. Dichtmittel hast du, Bohrgerät hast du. Also du hast schöne Sachen. Magnet, also wir haben hier schon, ja, coole Sachen. Ei. Du musst ja, los? Ja, ich muss los. Ich bin da mal weg. Und im Schiff habe ich glaube ich auch nicht, oder? Lass mich kurz mal gucken. A, B, C, D, E, nee. Das ist gar nicht sortiert. Warte mal, dann, R. Alles, ist da was sortiert? D, Eier, Eisen, Eon, Equinox. Dose, Flasche, nee, die haben uns definitiv... Oh, gut, egal. Komm, ich reg mich nicht drüber auf, macht keinen Wert. Wir setzen uns hin. Und wir wollen mal die Mantis-Thematik uns anschauen. Es wurde mir von vielen als mal ans Herz gelegt, wo man gesagt hat, hey, pass auf, wie wär's denn eigentlich? Angedockt, wo bin ich denn angedockt? Wo bin ich denn angedockt? Ach, ich habe mich ans Auge angedockt. Echt jetzt? Ich habe mich ans Auge angedockt. Wo ist die Basis? Jetzt. Wo war ich denn angedockt? Oder. Da ist doch gar nichts. Da ist er. Was ist das denn hier? Das Auge, doch, da war ich angedockt. Sehr schön. Hatte ich vergessen, es tut mir leid. Dann docken wir gerade nochmal an, dann kann ich gleich mit Vladi sprechen. Dann haben wir das auch erledigt. Und... Genau, da waren wir. Da waren wir, stimmt. Jetzt. Ich war schon ewig nicht mehr auf dem Auge. Hoffentlich ist Wladimir gut drauf. Captain. Hast du was in Ausrüstung? Ich passe auf Ihren Besitz sehr auf. Sehr schön. Captain. Sag mal her, habe ich dir was gegeben? Nee, ich habe dir nichts gegeben. Gut, dann... Auf Wiedersehen. Gut, wir sprechen mit Vladi, weil wir eh gerade hier sind, haben wir gesagt. Dann haben wir das erledigt und dann machen wir die Mantis-Thematik. Hey! Da die Artefakte in der pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. Ah, okay. Aber... Waren die Artefakte nicht alle gleich groß? Nur die, die wir gefunden haben. Keine Ahnung, worum es sich handelt. Aber spürst du die Aufregung? Das ist eine Riesensache. Ja. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Okay. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Ja. Nahe der Anomalie landen, meinen Scanner verwenden. Alles klar. Drück das Glück und vielleicht findest du dann auch die Quelle. Drück das Glück. Gut. Aber wir wollten jetzt erstmal die Mantis-Thematik machen. Beziehungsweise ich wollte eigentlich... Ich habe zu viel Material dabei. Viel zu viel Material. So, jetzt mal gucken. Ich musste doch irgendwo... Map, die Karte. Gehen wir mal kurz raus. Hatte ich nicht... So, mal gucken. Habe ich das? Warte mal. L. Ich hatte doch die Mantis-Thematik. Lies die Slate über die geheime Außenposten. Okay, habe ich die irgendwo hingepackt? Okay. Gut, dann würde ich sagen, so, gehen wir hier mal Geschwindigkeit zurück. Halt zurück. So, dann bleibst du mal hier. Dann stehe ich mal auf. Mhm.
So, Inventar wollte ich gucken. Dann müsste es bei Notizen dabei sein und dann gucken wir mal, habe ich irgendwo hingelegt, diese Spacer-Nachricht. Mal herhören, ihr Drecksäcke! Die Arschlöcher sind in Aktion und wir müssen bereit sein. Nein, nicht die UC, nicht das Freestar Collective. Die zählen. Piraten, Söldner und diese religiösen Spinner. Wir wussten immer, dass es noch Orte aus dem Koloniekrieg gibt. Basen, Labore... Ich rufe alle Spacer. Ihr wisst, wer ihr seid. Denn so nennen sie uns, oder nicht? Die Verantwortlichen. Die, die uns nie respektiert haben. So, ich habe die Hauptquartier, die Hauptader gefunden. Das hatten wir schon. Habe ich die... Wo habe ich die denn wieder hin? Das ist ja wieder, ja, ja, gut. Keine Ahnung, wo ich das hingelegt habe. Ui, hoppala. Warum bin ich jetzt zu... War das nicht mit E aussteigen? Will nur die Patrouille beenden. Okay, gucken wir mal das mal. Wo könnten die sein? Wäre es möglich, dass sie in der Loge ist? Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Loge. Dann schauen wir mal, ob ich sie irgendwo hingepackt habe, die Mantis-Thematik, oder weiß ich noch nicht. Hey, gib Bescheid, falls du zum Unterdeck willst. Dann decke ich dir den Rücken. Okay. Sollte ich zum Unterdeck wollen, werde ich dir das sagen und... Ta gibt für die Loge einen Haufen Geld aus, aber sie ist jeden Credit wert. Nur wenn du das sagst, dass sie jeden Kredit wert ist. Kochstation. Oh, Kochstation. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich musste doch irgendwas kochen, oder nicht? War das nicht so, dass Koch irgendwas? Membran. Destilliertes Wasser. Hackbraten kann ich machen. Hey, ich kann Hackbraten machen. Muss ich nicht irgendwas herstellen, um ein paar Punkte zu bekommen? Menge 3. Okay. Das war jetzt einfach nur zum Testen, weil ich es gerade kurz schauen wollte. Halt, nee, das war falsch. Ich wollte schauen, ob das hier für, wo war das denn? Wo war das denn? Ja, das zählt dazu. Einzigartige Nahrung, Getränke, Medikamente, Waffenmods oder Ausrüstungmods, um die Forschung hochzudrehen. Okay, gut. Das war einfach nur eine ganz kurze Exkursion. Ich bin zu Hause, wer noch? Nein. Gut, dann habe ich hier... Nee, hehehe. Aber ich kann ein paar Sachen da lassen. Mein Inventar. Was habe ich denn an Waffen? Der Cutter bleibt da. The Lawgiver. I'm a survivor, I'm a forgiver. This is a lawgiver. Gut, die Sidestar, die Urban Eagle, the Lawgiver macht 31 Damage. Der bleibt mal da, kann man später verkaufen. Was macht der? Macht 20. Dann würde ich fast sagen, dich nehme ich Kampfmesser. Du bleibst da, das kann ich hier rüberlegen. Die behalte ich. Die Crandall. Verlängerte Laufkompressor, erweiterte Magazin, verdoppelt die. Du kommst rüber. Die bleibt da. Das ist okay. Was haben wir noch? Was ich da lassen kann. Kleidung. Helm. Kopfbedeckung. Der Chemikalienanzug.
Das ist okay. So, was haben wir noch? Items, Munition, Hilfsmittel, Notizen, Ressourcen. Ressourcen ist so... Ja, Hilfe, was haben wir denn hier alles? Lass alles von einer Sorte, lasse ich da. Orange. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich alles brauche. Das ist alles Gewicht. Hühnchen. Injektor, Joghurt, Medipacks, die wiegen nichts. Fladenbrot. Ich habe so viel Quatsch hier drin, ja? Red 12 Gesundheit. Plus 9 für O2 für 8 Minuten. Sprudelwasser. Das sieht aus. Okay. Synapsia. Burger. Also ich habe so viel Lebensmittel, wo ich gar nicht weiß, was ich damit alles machen soll. Und das ist natürlich auch alles Gewicht, ja. Allein wenn ich mir drüber nachdenke, kann ich da bestimmt 5, 6, 7, 8 Kilo. Hier. Algensnacks, Mehrfachverpackung. Zack, bleibt da. Alien-Genmaterial. Plus 500 Schadensresistenz für 30 Sekunden. Das ist ja, ja. Behälter mit Müsli. Was ist das hier? Unterdrückt die Abhängigkeitssymptome für 10 Minuten. Algen bleibt da. AMP, Bewegungstempo, Sprunghöhe. Müsli. Dann nehmen wir 2 Pop, lassen wir da. Orange. Rhabarber, Cola, komm, das ist okay. Butter bleibt da. Die Cheese Stick. Chunks Cola, Chunk Ei. 8% für 3 Minuten. Mal guck mal, ne? Bleibt da, komm. Zack, zack, zack. Chunk, nimm, lass mal alles da. So, was ist das hier? Nahkampfschaden für 5 Minuten. Ein dunkles Lager. 40 Schadensresistent für 3 Minuten. Oh, guck mal, das ist schon interessant, ja. Öfters mal was essen. Halt Gehirnverletzung. Also die bleiben, die Injektoren bleiben da. Ah, das ist mein Hackbraten. Kann man auch da lassen. Das Heilgel, das sind diese ganzen Pasten. Da haben wir was. Plus 20% Überzeugungschance für 5 Minuten. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Kann man uns überlegen. Hühnchen, bleibt da. Joghurt, Red Spaghetti bleibt da. Das Namen, wie gesagt, diese Zippy-Bag-Dinger lassen wir mal da. Beziehungsweise die nehmen wir halt mit. Spaghetti Carbonara. Una Coca-Cola. So, Superfood. Superfood bleibt da. Synthetisches Hühnchen. Das Synthetik-Ging lassen wir auch da, würde ich sagen. Das Tablet. Okay. Tomate. Okay. Tranquila-Tee. Trauben. Hühnchen. Verbände bleiben da. Ready to eat. Wassertrinkpack. Ich denke, ein paar Kilo habe ich jetzt da gelassen. Die Ressourcen, wie gesagt, die nehme ich alle mit, weil die kommen dann praktisch auf unsere oder zu unserer Station. Wenn die noch da ist, wenn sie nicht geplündert wurde. Notizen. Also Notizen sind da keine. Vielleicht im Schiff. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Du hast auch nichts mehr von mir. Ja, doch, du hast doch, glaube ich, was, oder? Hast du was für mich? Falls ich was für dich tragen soll, nur zu. Genau. Also ich nehme erstmal alle Ressourcen. Den ganzen Spaß nehmen wir mit. So, dann hat sie nur noch die nötigsten Sachen. Du hast eine Sidestar. Du hast so ein Kampfmesserchen. Das gibst du mir bitte mit. Du kriegst jetzt das macht 20, das macht 17. Da kriegst du das hier. Sidestar darfst du haben, das Kampfmesser darfst du haben. So, jetzt hast du mal von allem was interessant ist, denke ich mal. Und je nachdem, was du an Munition hast, sollte es passen. Gott, ich bin wahrscheinlich wieder. Wir unterhalten uns später. Total überladen, oder? Bin ich total überladen? Halt, nein. Ich
Transfer, nicht Waffentransfer. Der Lawgiver bleibt da, das Kampfmesser bleibt da. Alt Quatsch, falsche Richtung. Das Kampfmesser, der Lawgiver, Sides, da haben wir das Ding, da bleibt da. Kampfmesser, also das behalten wir am Mann. Die Axt kommt drüber, die Equinox habe ich hier, die kommt drüber. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3 unterschiedliche. Das ist okay. Und dann haben wir noch ein bisschen von denen hier. Okay, sollte passen. Sollte passen, oder? Was haben wir noch? Munition. Sonst habe ich nichts mitgenommen. Nee, Ressourcen. Ja, ich weiß, ich bin hoffnungslos überladen. Das sind aber Ressourcen. Sonstiges. Was macht die Probe hier? Fernglas. Wahrscheinlich kannst du es nur vertickern, den Quatsch hier. Questgegenstand. Was? Okay, Questgegenstand. Ah! Stimmt, das ist Questgegenstand. Das bleibt da. Super viel Platz eingespart, aber ich will die Sachen jetzt nicht zurück zum Schiff. Komme ich zurück zum Schiff? Wahrscheinlich kann ich nicht schnell reisen machen, ne? Du trägst zu viel, du kannst nicht schnell reisen. War ja klar. Das war ja klar. Es tut mir leid, meine Freunde. Immer wieder dieses total überladen sein. Geht mir auch irgendwo ein bisschen auf den Zeiger. Da kommen wir aber, glaube ich, hin. Muss ich überlegen. Jetzt habe ich sie leer gemacht, das Inventar. Der Robitoppi hat nichts. Wo ist denn mein... Muss ich jetzt... Wo muss ich denn hin hier? Mars District. Hier muss ich hin. Okay. Begib dich. Wo ist mein Schiff? Sprich mit Barkeeper. Die Frontier. So, gut. Dann muss ich dann wohl doch zum Raumhafen. Dann laufe ich halt geschwind. Mal ganz kurz in die Grafikeinstellung gehen. Einstellung, Grafik. Wir haben den hier, wir haben das hier, wir haben angepasst. Sync ein, Upscaling brauchen wir nicht, weil wir haben schon Upscaling. Da haben wir noch, das andere haben wir noch nicht bekommen. Hoch, 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 hoch. Grafikvoreinstellung haben wir irgendwas mit. Okay, Schärfentiefe. Du läufst und hast zu viel Material. Ja, ich weiß. So, wo waren diese komische Eisenbahngedöns? Wie ich das hasse. Wo ist diese komische Eisenbahn? Also die Karte, muss ich wirklich sagen, das ist nicht das, was ich cool finde, ohne Blödsinn. Ist jetzt nicht meins. Also keine ist. Ja, ich weiß. Muss ich wieder stehen bleiben, dass es CO2 ausbaut. Oh Mann, wo sind die Eisenbahnen? Also ich würde mir wahnsinnig, wenn es die Mod irgendwann mal gibt, eine Stadtkarte, würde ich sofort die Stadtkarte. Also, dass das das nicht gibt, ja, man kann sagen, ja, Karten ist... Nein, ich finde diese Karte, die sie gemacht haben, nicht gut. Punkt. Relativ einfach gesagt, die Karte ist nicht gut. Weil in jeder Zeit hast du irgendwelche popligen Stadtpläne. Auch in der heutigen Zeit hast du Stadtpläne, ja? Ach, guck mal, ich kann auf dem Baum laufen. Wie geil ist das denn? Ich kann auf dem Baum laufen.
So, wo bin ich denn? New Atlantis. Ich kann auf dem Baum laufen. So, wir sind wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt dran, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Abo kostet nichts. Und ein Like hilft mir natürlich in meinem Kanal, dass der Algorithmus, der echt bescheiden ist, mich auch mal anzeigt. Denn Impressionen habe ich so gut wie keine. Was ein bisschen, ja, die wollen wahrscheinlich auch Geld verdienen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Und ich freue mich auf, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, tschüss.